Christoph, es gab jetzt beim Spiel gegen Fürth, im Spiel gegen Fürth den ersten Sieg, nachdem es vorher leider nicht geklappt hat und viele auch eher unglückliche Spiele dabei waren. Wie wichtig war dieser Erfolg auch für das Innenleben der Mannschaft? Ja, dann in der Kabine ist immer eine bessere Stimmung, wenn man am Wochenende einen Sieg geholt hat. Das hat man auch in der Woche gemerkt, aber trotzdem war auch in der Woche zuvor, trotz der schlechten Lage, trotzdem gutes Klima in der Mannschaft, aber dass der Sieg einen Teil dazu beigetragen hat, dass die Woche, die Länderspielpause ein bisschen lustiger verlaufen ist, ist ja klar. Also auch im Spiel hat man, glaube ich, gesehen, dass es noch einen Ticken Selbstvertrauen gegeben hat, als das 1-0 dann gefallen ist. Haben vorher kompakt verteidigt, aber waren trotzdem, glaube ich, dann mit dem Ball dann auch besser, als das 1-0 gefallen ist, und hoffen, dass wir das Selbstvertrauen, das, was wir uns im Spiel dann geholt haben, nach dem 1-0, 2-0, und nach dem letzten Tor, dass wir das dann direkt am Wochenende ins Spiel übertragen können. Eine Frage an den Trainer, auch hinsichtlich der besonderen Atmosphäre, die am Millerntor herrscht. Welchen Gefallen wollen Sie denn dem Gegner nicht tun in Herangehensweise ans Spiel? Ja, über die Atmosphäre, ich denke, unsere Spieler sind ja auch gewöhnt, hier mit Superfans im Rücken immer mit einer guten Atmosphäre zu spielen. Dementsprechend sind sie daran gewöhnt. St. Pauli weiß man, dass es auch nochmal ein besonderes Publikum ist. Aber ich bin überzeugt, dass die Jungs auch mit diesem Druck von außen sehr gut umgehen können.